Alright, zweiter Teil. Wir modellieren gleich direkt an dem Container weiter. Ich habe jetzt nur mal einen Aufnahmecheck gemacht, beziehungsweise einen Check, ob die erste Aufnahme gepasst hat. Es sind doch 45 Minuten gewesen und mein Rechner spinnt momentan immer so ein bisschen. Aber schaut alles sehr gut aus. Und nachdem ich jetzt neu gestartet habe, geht auch wieder das Mikrofon. Oh Mann. Gut, wie gehen wir hier vor? Wir müssen jetzt die Containerwände machen und schauen mal, was wir hier drauf haben am Modifier Stack. Okay, gut, eigentlich nichts. Dann werden wir hier mal das da nehmen. Und unten auch, ja, nehmen wir mit, kopieren das Ganze, abbrechen. So, gehen wir raus. Ah, Quatsch mit Soße. P bei Selection das Ganze separieren und die Screencast Keys. So, pass auf. Schauen wir da mal, das andere Bild brauchen wir. Das da. So. Okay. Dann schauen wir mal. Von dem Punkt an geht's los. Mehr oder weniger. Was wir brauchen, ist erstmal ein bisschen Tiefe. Extrudieren wir das Ganze mal. So, es muss ja nicht genauso starten hier. Das können wir machen, wie wir wollen. Okay, oben brauchen wir die gerade Strebe. Das. Und das stört mich hier. So, da müssen wir noch. Wir können einfach die Linie nach oben. So. Und den auch. Und der bleibt, der senkt sich rein. Passt eh schon so. Unten haben wir, glaube ich, einen Träger, ja. So. Knapp unterhalb der Scharnier wäre das. Warte mal, den. So, so vielleicht. Okay, dann werden wir den mal rein extrudieren. So, und dann die zwei Faces löschen. Schaut gut aus. Ich glaube, warte. So, mal schauen. Wir müssen jetzt diese Vertiefungen reinmachen. Und wir werden natürlich einen Mirror-Modifier verwenden. Und das müssen wir dabei bedenken. So, nehmen wir mal. Ah, schau hier unten das. So, da ist die Abgrenzung und den nehmen wir als Vertiefung. Schau, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Na, da fehlt noch ein Loop. So, jetzt schauen wir mal. So, okay. Dann machen wir das mal rein. Ich muss erst mal hier ein Bild kriegen. So. Der geht rein. Okay. Dann kommt der raus. Dann geht er wieder rein. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Was ich jetzt hier noch machen muss, das Extrudieren. Und
mal, das kann schon ein bisschen. So, Kantenselektion, die zwei nicht. Da bis da. Können wir mit Control einfach. Oder auch nicht. Da ist er fremd gegangen. So. Okay, so mal. So. So. Und das gefällt mir nicht ganz so. Okay, anders. Kompletten Vertices. Und hier könnte man es eigentlich auch so machen. Kompletten Vertices löscht dann gleich alles. So, ich muss mal ganz kurz in die Perspektivische wechseln, weil sonst kriege ich hier noch Zustände. Okay. Ah, schauen wir mal. Das ist jetzt smooth. Ich mache das mal auf Flat, Auto-Smooth. So. Und den Bevel haben wir auch drauf. Das schaut hier ein bisschen eigenartig aus. So, brauchen wir ein ganzes Bild einmal. Machen wir mal ein Array drauf. Ja, das ist klar. So. Der hat sich jetzt nur beschwert, dass das Auto-Smooth, glaube ich, deaktiviert ist. So, minus 1. Ja. So. Und da ein Müller drauf. Eigentlich. Die Lamellen sind hier vielleicht ein bisschen zu groß. Überlegen. Das können wir fixen. Wir wählen einfach, pass auf, da machen wir mal einen 3D-Cursor hin. Gehen dann auf Punkt und sagen 3D-Cursor. Gehen alles aus, sagen Scale auf X. So, das ist, glaube ich, besser, ja. Hier oben sind ja auch so, ne? Das, was wir jetzt hier drauf haben. Okay, cool, dann. Und ich werde jetzt nicht abzählen, das wird schon passen. So. Okay, das gefällt mir, glaube ich. Sind wir auf Qualität unterwegs? Hoffentlich. Okay, dann brauchen wir jetzt die andere Wand. Für die andere Wand habe ich ein Bild gemacht. Warte, suche ich gerade mal raus. So, da haben wir es. Bisschen bewölkt heute. Okay, da haben wir einfach nur die Form, die wieder rumgeht und eine Tür davor. Im Wesentlichen. Wir haben dort das Profil. Kann man das da? Nee, kann man nicht. Eigentlich habe ich das ja vorhin noch gar nicht fertig gemacht, aber wollen ja auch mal eine gewisse Form zusammenkriegen. Gut. Das geht da weiter rum. Na, schaut anders aus. Schaut eher so aus wie die Frontpartie. Okay, dann wenn wir die mal nehmen, kopieren die und setzen die vor, sagen rotieren um Z. Ja, gut. 90. Falsch. Ah, genau. Ich bin auf dem 3D-Cursor.
Das heißt Median Point. Und jetzt rotieren um Z 180. So. Wir sehen, das passt noch nicht ganz, glaube ich. Und dann noch was hier. Ja, ich glaube, das passt so. So. Okay, das ist mal. Schauen wir mal, was können wir da alles gebrauchen? Diese Ösen oben und unten können wir gebrauchen. Den Einschub haben wir noch nicht gemacht, bemerke ich gerade. Muss man nachher noch machen. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ups. Und löschen mal, was wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das. So, die Tür können wir gebrauchen. Okay. So. Diese Dinger wählen wir alle aus. Ich muss gerade überlegen. Gehen wir mal GX und mit Ctrl drauf fangen. Das da gefällt mir nicht. Scale Y. Machen wir es mal so. Okay, so, das da könnten wir einfach reparieren, kleiner skalieren und sagen auch wieder GX. Da unten genau dasselbe. Ich will jetzt einfach nicht alles neu machen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist, aber so wie ich mich kenne, schätze ich mal schon. Nein. Der kommt dann in die Mitte ziemlich. Das ist ganz schön schlecht zu erkennen. Wir haben einen Rahmen. Der ist dort nahtlos. Okay, pass auf. Da mal alles aus. Zack, zack. Zack, 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 zack. Na, wenn wir es einfach miteinander verbinden. So, dann können wir hier sagen, das, oder nehmen wir mal die untere. Ja, das ist ziemlich interessant. Die sind nicht, die sind gerade. Mal schauen, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Zurück 1 und mit Shift F. Zack. Zack. Und nein. Zurück. So, aber naja. Ja. Ich finde, das passt so. Okay. Der ist aber gerade nach unten. Jetzt müssten wir hier nochmal. Ich wette, ihr habt gedacht, das ist ganz einfach. So, mal schauen hier. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, das dann doch alles neu zu machen.
kratzigen Hals heute. So. Okay, dann da mal flicken. Zack. Nein. Und nochmal. Gut, das heißt, ich kann jetzt noch nicht auf Kommentare vom letzten Video eingehen, weil ich das erste noch gar nicht veröffentlicht habe. So. Aber schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. So, da mal auf den fangen. Okay, dann machen wir mit dem zusammen einen Face und sagen hier zu dem einen Face, das. Ja. Schauen wir mal, wie das Shading nachher aussieht. So. Kurz mal überlegen. Wir nehmen das, die Kante da oben, und ziehen die bis hier runter. Sagen, extrudieren auf X, mitgefangen auf die Ecke. Könnt das hier schließen und hier detto. Okay, das da was hat er da genau? Okay. Irgendwas hat's doch da. Ah, okay. Gut, dann das einfach nochmal löschen. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Das haben wir, dann können wir hier eigentlich, nee, können wir nicht, das da mal anfangen zu schließen. Okay, jetzt ist das Shading auch wieder besser geworden. Jetzt neu machen sollen, aber im Endeffekt kommen wir so auch zum Ziel und selten stimmt es beim ersten Mal. Das stimmt schon oft beim ersten Mal, aber so. Jetzt bin ich aber ein bisschen sauer. Weil was ich eigentlich machen wollte, war etwas anderes. Und deswegen, pass auf, das passt hier, ja. Dann sagen wir, GX, nee, Y, darauf gefangen. Na, ja, GX, jetzt aber wirklich. Darauf gefangen, dann ist das geschlossen. Jetzt müssten wir nur mal ganz kurz alles auswählen und sagen Merge by Distance. Merge by Distance. Dann hat das da oben gemerged, aber nicht sehr schön.
Warum haben wir dort? Das gibt's doch nicht. Okay. Ich schwöre, ich mache das nicht mit Absicht. Zack. 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 Gut, okay. Ah, schau mal. Da unten auch. Was macht er denn? Naja. So. Da unten, das würde auch rausgehen. Das heißt, die ganze Tür kommt weiter raus. Und machen wir das jetzt wieder am besten. Das Ganze raus. Schauen wir mal. So, das da. Warte mal. Okay. Und ich probiere mal was. Warte, wenn ich das. Extrudieren wir das mal. Das geht sogar. So, die Tür ist, also der Rahmen ist etwas größer. So, wenn wir wieder hier in vernünftigen Modus gehen, lassen wir uns alles andere ausblenden. Ich mache die Tür jetzt erstmal so vor und dann skalieren müssten wir es. Die ist, ja, skalieren auf Z. So. Amal. Dann kann das Ganze, das hier drüben ist schon klar, dass das nicht richtig ist, aber das können wir nachher einfach rüberspiegeln. Wir müssen bloß mal schauen, dass hier eine Seite wirklich passt. So, jetzt nehmen wir die ein bisschen vor. So vielleicht. Und brauchen da zwei Streben. Und da würde ich sagen, kopieren wir uns die mal. Skalieren auf Y. So, zwei Streben, die etwas versenkt sind. So, eine kommt dahin. Okay, das gehört etwas noch. So. Okay. Kopieren. Machen wir das direkt als Tür, ja, machen wir. Okay, also, na. Komm her da. Dann extrudieren. Zack. Okay, dann haben wir das. So, die Tür ist in der Mitte verbunden. Das heißt eigentlich, war das so. Ja. So. Gerade mal überlegen, dass das gerade wird. Vielleicht das jetzt genau in der Mitte. Dann geht das einfach eins rauf. Muss bloß. Ich weiß was. So, das, dann das, und dann zweimal die Taste G.
Und ich würde sagen, bis da kann man dann da die zwei Faces löschen. Und dann, was ist das? Bridge. So. Gut, dann brauchen wir da ein paar Faces. Und ich überlege gerade, vielleicht sollten wir da mal. Na. Okay, schauen wir da mal. Einmal aufräumen. So, das da auch. Das schaut nicht richtig aus. Spielt aber keine Rolle, weil wir es spiegeln werden. So, machen wir da mal jetzt. Okay, da ist gestern irgendwas passiert. So. Dann müssen wir das aber wegnehmen, weil wenn das ein Knick ist, dann können wir den nicht dissolven. Falsch. So, dann X. Achtung, Nisa. So, Dissolve. Was ist jetzt Faces? Genau, okay. So, bisschen Struktur hier. Dann kopieren, skalieren das Ganze raus. Dahin. Das ist ja eigentlich. Nee, okay. Das. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Das geht so nicht. Ich muss hier noch ein bisschen Form reinbringen. Und was früher recht einfach war, ist es heute nicht mehr. So. Dann. Genau, okay. Kurz mal raus. Cut rein. Dann. Warte mal. Machen wir das. Ich würde sagen. Machen wir es so. Ein bisschen raus. Und die muss ich dann aber auch scharf markieren. Sonst schaut das im Shading ein bisschen komisch aus. So, das wäre dann Mark Sharp und kann man das Ganze da einsetzen. Ich glaube, das passt so. Okay, dann. Schauen wir mal, wie mittig, dass ich die gesetzt habe. Okay. Das da oben gefällt mir noch nicht, aber ich möchte jetzt auch nicht die gesamte Zeit investieren.
Wow. Okay, ja, das ist blöd. So. Okay. Was, dann haben wir das. Die Luftschlitze. Ja. Türklinke. Auch ja. Das mal hinsetzen. Und Plane. Alles Gute fängt mit einer Plane an. Außer das da. Warte mal. Ups. Okay. Den kleinen. Und wieder rein. So. Eine Türklinke reicht ja. Und rotieren. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich mehr reden würde während des Videos, aber bin scheinbar so weit aus der Übung, dass ich mich zu sehr konzentrieren muss beim Modellieren. Und irgendwie habe ich ja doch einiges vor. Und da wäre es halt irgendwie blöd, wenn nichts vorwärts geht. So, wie machen wir das? Da jetzt die Türklinke rotieren um Y, langsam merken wir es uns. So, erstmal, das kommt relativ mittig. So, wollen wir es auch nicht päpstlicher sein wie der Papst. Schau mal, so irgendwie. So. Dann machen wir da einfach einen Cut rein. Und dann werden wir hier mal Butter bei die Fische lassen, oder wie das heißt. Kleiner. Da auch ein bisschen kleiner. Extrudieren auf X, Y. So. Und das da auch ein bisschen kleiner. Vor allen Dingen aber kleiner auf Z. So. Okay. Weiß ich noch nicht, ob ich damit leben kann, das hier gehört auf jeden Fall abgerundet, sonst aber nix. So, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen mehr abrunden, wie es der liebe Gott mit dieser Türklinke vorhatte, aber so, ja, komm. Ja, es ist eh ein Bevel drauf, also. So, fällt das auf? Nein, gut. Türschloss. Das mache ich mal, wenn mir richtig langweilig ist. So, die Lüftungsgitter. Das ist hier ein bisschen billig gelöst. Und zwar hat man hier einmal die Frischzuluft. Also, hinter der Tür ist ja ein Schaltschrank und der muss gekühlt werden. Dann mal hier einmal Zuluft und einmal Abluft. Und jetzt ist es eine Zeit lang passiert, weil es ja bei uns relativ warm ist, 35 Grad mindestens im Sommer, dass der die heiße Luft ausgeblasen hat. Und hier hat er sie gleich wieder angesogen. Und deswegen ist das drin immer heißer geworden. Und bei 60 Grad fällt das Ganze aus. Also aus Sicherheitsgründen. Ne? Und jetzt hat man dort ein Blech montiert, um das zu verhindern. Ja, industrielle Standards. Sehr schön. So. Okay. Schau da mal rein. Da müssen wir irgendwas machen. Aber. So. Po, po, po. Mal wieder eine Plane und werden erstmal dieses Metall dahinter, das ist der Container, quasi, werden wir
irgendwie hin modellieren müssen. So, skalieren erstmal. Wie groß mag das sein? So ungefähr. Dann skalieren auf z mal 2. 2,3. So. Dann so raus extrudieren. Der braucht einen geraden Ansatz für die Lüftungsgitter. Und so macht sich der Bevel hier echt bezahlt. Das Problem ist, das sieht jetzt schön rund aus. Blender hat aber die Eigenart, dass man das im Shading die Kanten nicht wirklich Kanten sind, sondern immer ein bisschen glanzlich zu sehen ist oder irgendwas anderes. Also, das sieht eigentlich immer gut aus. Aber eben nur in der Solid-Ansicht. In dem Moment, wo man dann Cycles einschaltet, sind das rasiermesserscharfe Kanten. Und das gefällt einfach nicht. Das kann man nicht bringen. So. Pass auf, Taktik. Wir werden den mal... Was mache ich mit dem? Na, ich möchte gleichseitige Flächen haben mit... Ja, ich mache das nochmal neu. Und dann passt das auch. So, wo ist sie hin? Okay, jetzt müssten da zwei hinpassen. Okay, so. Dann geben wir dem Ganzen eine minimale Stärke. So, dass gerade für den Bevel am besten ausreicht. Nee. Kommando zurück. Wir machen erstmal einen Face Insert. So, Augenmaß ist gefragt. Löschen das Face. Tun dann den Loop auswählen. Und dann können wir ihn extrudieren. Okay, dann sehe ich gerade, die Gitter gehen rein. Na, schauen wir mal. So, alles auswählen, nach unten duplizieren. Zack. Und jetzt, wenn wir da einfach so reicht eigentlich eh. Dann können wir das Face auswählen, sagen I, Insert. Gleiches dort. Können dann einfach die Kanten nach unten, dass sie hinter der Blende sind, und wählen uns dann die zwei Faces aus und extrudieren die rein. So, da ist jetzt natürlich dann der Container, aber das ist dann nicht so schlimm, weil dort können wir auch einfach einen Cut reinmachen. Ich mache mal den ersten hier unten hin, damit die anderen alle da drüber eingefügt werden können. So. So. Okay. Dann jeweils nochmal einen Cut ganz an die Kante schieben. Weil dann können wir die Faces einfach reinschieben. So, ups. Ich meine, da hinten sieht das eh keiner, aber das würde sonst ein bisschen blöd aussehen. Okay, jetzt brauchen wir da so Flächen hin. Also, ja. Wo ich sonst immer Zylinder brauche, brauche ich diesmal Planes. So, Scale und ich muss ja wirklich die Balance finden zwischen dem, was notwendig ist, und dem, was ich gerne machen würde. Fakt ist, ich würde es am liebsten noch viel detaillierter machen. So, kurze Überlegung.
Ich überlege, ob ich dem Ganzen eine Tiefe geben möchte, aber ich denke nein. Ich denke nein. So, das da ein bisschen so. Und nehmen wir das, kopieren das. Eine Zeit lang gab es bei Blender den Effekt, dass wenn ich so eine Selektion hatte, aber Linien angewählt hatte, dass er dann beim Kopieren nur die Linien kopiert hat, aber nicht den Flächeninhalt, wenn man so will. So. Okay. Das dann kopieren und mal da unten alles, ja. Z. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. So, irgendwie ist das Shading. Naja, gut. Okay, Scharniere. Das können wir schon machen. Also das glaube ich. Wie kommen wir da hin? Machen wir dort einfach. Zack. Ja, das mit dem 3D-Cursor macht man jetzt mit Shift und rechter Maustaste. Und da habe ich immer noch meine Probleme. Wahrscheinlich machen das einige schon seit Jahren. Ich meine, so lange wird es das Feature noch nicht geben, aber. Das da ungefähr. Aber ich muss doch manchmal noch überlegen. Und vor allen Dingen ist das so knapp an Ctrl und linker Maustaste. Und mit Ctrl linker Maustaste machst du ein bisschen was anderes. So, ich übertreibe jetzt hier mal ein bisschen und werde tatsächlich das da. Einiges zu dem extrudieren, abbrechen, Alt-S. Juhu! Okay, dann wählen wir das Ganze aus. Ist das dicht genug? So. Und kopieren das auf Z nach unten. So, noch irgendeine unwichtige Sache, die wir mit reinmachen müssen. Den Haken spare ich mir. Das ist nur, um die Tür einzuhängen. Da unten, das hätte ich noch ganz gern, aber. Das spare ich mir auch. Die Lampe da oben. Ja. Schon. Lampe gehört hin. Da kann ich nicht viel dagegen machen. Die Lampe gehört schon hin. Das ist nicht banal. So. Okay, Dimensionierung. Speichern. Ganz wichtig, das dauert bei dem Pfeil schon ein bisschen. Rotieren um Y natürlich 90 Grad. Das Ganze aber aufsetzen, da einfach reinschieben. Und dann schauen wir sich das mal an, wie weit. Wir machen das alles per Auge. Wir schaffen das nicht so schlimm. So, dann kommt da eine Schräge. Da sehen wir das eh ganz schön. Und machen wir da mal EZ erstmal, damit wir eine gerade Führung haben. So. Und ja, so. Dann nochmal extrudieren auf X von mir aus diesmal. Und so. Okay. Eine Lampe, eine Lampe, eine Lampe. Mir war so, wie wenn es hier schon ganz viele Lampen gibt. Aber dann lernen wir nichts daraus. Puh. Eine Lampe müssen wir auf jeden Fall extra modellieren. Machen wir. Was für ein schöner Dreh. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ist zwar noch nicht fertig, aber. So, pass auf, pass auf, pass auf. Was machen wir?
Wir fügen hinzu eine Plane. So. Okay, Größenverhältnisse. So ungefähr. So, dann ist die auf x so ungefähr. Okay, damit kann ich mal arbeiten. Dann pass auf. Wir machen das aus der Mitte heraus. Geh weg, so, zack. Könnten wir, na, wir machen es alles gleichzeitig. So. Okay. Und ich mache das mal so, weil nachher tue ich das vielleicht einfach spiegeln. So. Jetzt mal das hier auswählen, dann einen Insert. Insert ist wirklich super. Okay, dann extrudieren. Ja, schauen wir mal. Und einfach bebeln. Und jetzt haben wir da eine Seite von einer Lampe. Ich muss nachher schauen wegen dem Glas. Aber die restlichen Details sind nicht wichtig. So. Alt-X und die Unterseite will ich behalten. Und damit haben wir eine Lampe, die ausreichend ist. Sie wäre vermutlich, ja, sie ist ein bisschen, na, so wie wenn zwei Röhren drin wären. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin. Das kann man schon mal machen. So. Den Modifier, den werden wir applyen. Dann das ganze Shade Smooth. Wie schaut das aus? Ganz okay. Okay genug, dass ich das erstmal so lasse. Und dann werden wir die da anbringen. So, bei mir fliegen hier die Mücken rum. Das ist ein bisschen nervig. GZ. So. Rotieren. Und Jesus, das ist ganz schön schwer. Ich sehe hier gar nichts. Ich muss diesem einen Blech hier eine Stärke geben, weil sonst kriege ich hier noch Augenkrebs. Extrudieren, abbrechen, Alt-X, nein, falsch. Zurück. Alt-S natürlich. Was hat er jetzt gemacht? Habe ich jetzt das Extrudieren? Extrudieren, abbrechen, Alt-S, meine Güte. So ganz wenig. Frage ist, ob der Modifier damit klarkommt. Tut er scheinbar. Dann würde ich ganz gerne noch etwas weniger. So. Das würde mir reichen. Das schaut fast wunderschön aus. Und jetzt können wir hier das kurz rotieren. Zack. Gefällt das so? Ich glaube, das gefällt mir so. So, die rote Leuchte mache ich nicht. Das ist veraltet. Das wird gar nicht mehr benutzt. Den Bewegungsmelder. Ja, komm. Warum nicht? Müssen wir aber auch wieder separat machen, weil das gedreht ist. Kurz überlegen. Ja, den machen wir recht banal. Mit einem Zylinder. Da reichen aber 16 Vertices. Nachher mal den Polycounter anschauen. So. Okay. So. Machen wir den. Hm.
So, jetzt haben wir Cursor to selected hier. Okay, dann kommt da irgendeine Art von Ball normalerweise. Und die, das nochmal so. Und dann mal vielleicht, machen wir das. So vielleicht. Zack. So. Weiß nicht, wie schaut das normalerweise aus? Alt S. So, wenn wir das einfach machen, wie so ein Bewegungsmelder halt ist. Und wählen wir das alles aus mit der Taste L. Und skalieren das einfach, dass das nachher rotieren halbwegs passt. So, dann müssen wir mal schauen. Können wir das gar nicht gerade denken hier? Gerade Uli. Uli Probleme. Schauen wir, ob es einfach geht. So, dann. Machen wir das einfach so. Shades Move. Oh Gottes Willen. Ups. Autos Move. So. Es gibt sicherlich schönere Bewegungsmelder. Ich bin mir der aktuellen Situation bewusst. Aber es muss halt irgendwie auch so ein bisschen notwendig sein. Und das sehe ich nicht. So. Bisschen groß ist er wahrscheinlich noch. Obwohl der auch ziemlich groß ausschaut. Na, ich glaube, das passt sogar. So. Lass mal so. Das Kabel lasse ich auch erstmal weg. So. An der Seite gehören noch Lüftungsgitter. Pass auf, das machen wir ganz einfach. Und zwar tauchen wir das andere Bild auf. Da hat das, glaube ich. Nein. Speichern, es ruckelt gerade, da kriege ich gleich Angst. Das da. Ja. Immer ein Würfel zur Abwechslung, weil sonst kriege ich hier noch Vorwürfe in den Kommentaren. Ich würde nur Planes verwenden und keiner weiß jetzt hier mit dem Cube. Nein, Entschuldigung, so, es ist schon spät. Konzentration. So, so einfach. Das können wir da reinsetzen. Und das da gefällt mir nicht so ganz. Wir haben ihnen das da gelöst. Ja, schlampig, dachte ich mir schon. Da mal. Ja, ist eigentlich auch wurscht. So, okay. Ups. Kann man kurz mal die spezielle Ansicht nehmen, die total super ist. Okay, hier kriegen wir wieder das Problem, dass die anderen Seiten drin anstehen. Warte ich. Das Problem wird halt wieder sein, die Bleche, ne? Die. Das ist ja irgendwie schon hier ausgeschnitten bei diesen Trägern. Und das Problem würde ich ganz gern eigentlich umgehen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es schaffe. Sollen wir das da einfach so weit rein extrudieren, bis das keine Probleme mehr macht. Dann können wir das hier nehmen. Können das kopieren auf Z, rotieren das um die entsprechende Achse und ein bisschen höher und extrudieren auf Z. So, und das Ganze runter und mit, was war das, Shift R wiederholen. Ja, das ist okay. So, da werden wir aber ein Bevel drauflegen wieder.
Und ein bisschen weniger, dann über einen Engel. Und, na, oh. Okay, da. So. Segment darauf. Beim Modifier kostet das ja nicht so viel. Und, ja, ich schau mal, ob mir das gefällt. So. Ja, das. Gut. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So. So. Und dann mit dem zusammen. Control minus 1. Na, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Der Modifier Stack ist verkehrt. Der Boolean gehört nach unten, nach unten und noch einmal nach unten. So. Das weiß HardOps natürlich nicht, wenn es erst jetzt zu Rate gezogen wurde. So, perspektivische Ansicht. Passt. Okay. Gut, muss da rein. So. Okay, dasselbe. Ja. Ja, hä? Duplizier mal auf X und so, dass auch die Zuluft für den Hydraulikraum da stehen, die Pumpen drin. Und gehen wir auf Dingselektion, sag schon Vertex. Sieht man das da so ein bisschen breiter? Da ist noch eine mit den Stützdingens, das weiß ich aber nicht, ob ich das will. Okay, dann tun wir uns da auch mal ein Subtrahierer-Mesh dazu. Warte mal. So. Und so. Okay. Das mit dem Control minus 1 und der Boolean nach unten durchgereicht. Warte mal. Hat er die jetzt alle wieder neu sortiert? Okay, das können wir so nicht mehr machen. So. Okay, cool. Sollte man vielleicht mal. Wir haben noch ein paar Details zu modellieren, aber ich bin für heute zufrieden mit uns und deswegen würde ich mal abspeichern und Materialien mal schauen. Und zwar werden wir schauen mal, was Cycles zu sagen hat. Okay, wow, er geht auf 1600. Das hätte ich nicht vorgehabt. Jetzt hat er hier diese andere Unterteilung drin. Okay. Dann machen wir hier mal 3D Viewport auf und suchen uns das entsprechende Material raus. Stahlrahmen. Okay. Dann nehmen wir den Stahlrahmen. Boah, das dauert ja ewig. Warte mal. Stahlrahmen. Okay, das ist mal nicht so schlecht. Habe ich schon schlimmer gesehen, dass da ein Bevel ist drauf. Okay. Gut. Da machen wir dann auch den
Stahlrahmen. Okay. Ja, geil. Müsste man noch einen Displacement Modifier drüber legen, der das Ganze ein bisschen zerbeult. Ein Kühler gehört noch oben drauf. War ansonsten gar nicht so schlecht. Ah ja, genau. Details. So. Details. So, pass auf. Da mal. So, zack. Okay, das ist ein bisschen zu krass gerade. So. Laden. So. Okay. Tun wir da mal die Lamellen auswählen und den Türgriff. Ja. Und dafür legen wir ein neues Material an, sagen Assign und suchen irgendein stumpfes reflektierendes Material raus. Hintergrund ist natürlich der, dass, Entschuldigung, dass der Hintergrund ist der, dass man nachher die Materialien einfach optimieren kann. Und wenn ich jetzt jedes Mal neues Material einlege, dann geht das nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt am besten eins raussuchen, was passt. Und wie schaut das hier aus? Okay, da muss ich reinschauen, weil ja, ist erstmal okay. Was ist das für eins? Glossy 1, okay. Gut. Dann passt. Ja, warte mal. Ich finde, wir haben uns das verdient, dass wir im großen Bildschirm das Gerenderte sehen. So, dann haben wir da den Dings, der kriegt dann auch den Bums. Glossy 1 war das. Und Glossy 1, das ist ein sehr helles. Aber sonst gar nicht so schlecht. Struktur fehlt ein bisschen, aber okay, und das nächste Mal hier noch die Vordereingangsseite fertig machen. Aber hier erst mit dem Gitter, warte mal, das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir gerade nochmal ran. Und zwar so, machen wir da einen Cut rein. Das muss ein bisschen stimmig sein, so. Und nehmen wir das Face und vergeben dort ein anderes Material. Und zwar das, das hat mal irgendwas mit Stahl, gell? Stahlrahmen, okay. Und Detto auch hier, weil das sieht dann doch irgendwie unmöglich aus. Das geht so nicht. So. Zack. Assign und Stahlrahmen. Okay, dann. Bla, da sind wir. Ja, das sieht besser aus und viel stimmiger. Okay. Cool. Gut, dann war's das mit dieser Folge. Jetzt sind wir ungefähr eine Stunde, das ist ganz okay. Und im nächsten stellen wir das Ding auf jeden Fall fertig und dann müssen wir das verteilen.
Das könnte mich auch hier hin und hier hin. Und hier gibt es noch eine große Halle zum Bauen. Da gehört auch noch was hin. Ist noch ein bisschen Arbeit. Gut, Leute, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.